Yes, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja, komm ja schon. Ja, damit herzlich willkommen im Fallout Let's Play. Hier ist Aristos. Und falls ihr da die letzte Folge verpasst habt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zur Playlist. Wir sind hier bei der Stählernen Bruderschaft angekommen, im Polizeirevier hier in Cambridge. Und sollen jetzt hier für ein bisschen Unterstützung sorgen. Da nehme ich mal ein bisschen was zu futtern, dass ich hier wieder erholt bin. Und dann gucken wir mal, was da drin so los ist. Ah, da war hier zuvor ein richtig großer Ghoul-Überfall. Schauen wir mal. Ich habe jetzt erstmal gesagt, ja, natürlich helfen wir. Für Geld machen wir alles. Also flickst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Hältst du dich irgendwie für eine große Nummer? Warum bist du so wütend auf mich? Ich bin nicht wütend. Ich erkläre dir nur, wo du stehst. Du bist hier nur eine angeheuerte Aushilfe. Mehr nicht. Aushilfe oder nicht, ich habe getan, was von mir verlangt wurde. Du zeigst also Rückgrat. Gut. Wirst du auch brauchen, wenn du bei uns bleiben willst. Und jetzt erkundige dich mal besser, ob es schon einen neuen Auftrag für dich gibt. Alles klar. Kurz vorm Verbluten, jetzt gleich wieder Stress machen. Hey. Mit dir wollte ich eigentlich nicht reden. Entschuldigung, gelehrte Halen. Tut mir leid wegen den anderen. Warum bist du mir gegenüber so nachsichtig? Ich bin erst seit kurzem bei der Bruderschaft. Früher war ich wie du. Allein unterwegs. Deshalb weiß ich, wie es ist, wenn einem jeder, dem man begegnet, eine Waffe ins Gesicht hält. Auch wenn es nicht so aussieht, ist Dance doch ein guter Kerl. Er ist eben Soldat. Protokoll ist sein täglich Brot. Und Rice? Naja, sagen wir es einfach so. Er ist sturer als jeder Brahmin. Aber weißt du was? Ich würde ihnen beiden mein Leben anvertrauen, weil sie gute Menschen sind. Und so etwas findet man heute nur noch selten. So, so. Die aktuellen Befehle des Aufklärungsteams in das Gebiet der Bezeichnung Commonwealth mit Vorrücken, um eine gewöhnliche Fernaufklärungsmission durchzuführen. Jegliche außergewöhnliche Aktivitäten sind per Fernkommunikation an Schwertscheide zu melden. Einsatzdauer nicht festgelegt. Sollen also sich hier mal nur mal umsehen, ja? Ach. Ja, Männer verloren. Nee, das wollen wir uns hier nicht weiter anschauen. Wie sehen die Verteidigungsanlagen aus? Können wir uns hier verschanzen? Das Gebäude ist recht stabil. Wir sollten hier in Sicherheit sein. Ja, falls uns nicht gerade ein Behemoth einen Besuch abstattet. Hey, wenn das passiert, halten wir gar nicht lange genug durch, um uns noch Sorgen darüber zu machen. Behemoth, kein Ding. Haben wir doch schon mindestens einen erledigt? Naja. So ganz einfach war es dann auch wieder nicht. Wo war das hier mit... Genau. Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen.
nachdem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Ja, also wirklich sympathisch war mir die Bruderschaft auch nie. In Fallout 3 hatte ich sie ausgelöscht. Für gewöhnlich. Oh, und die leben hier in einem ganz schönen Dreckstall, muss man mal sagen. Deswegen, bin ich hier gerade damit beschäftigt, ihnen den Gefallen zu tun, das Ganze hier mal ein bisschen aufzuräumen. Um das Grobe müssen die sich dann noch kümmern. Das ist eine recht große Hütte. Und Schellen. Was kann man da denn für schöne Spielchen mitmachen? Ja, da liegt doch ein Kronkorkenvorrat, oder? Naja. Scheinbar nicht ranzukommen. Vielleicht soll es auch nur Deko sein. So, ganz gut. Jetzt können wir hier unsere Vorräte schon aufstocken, denn hier in der Stadt ist ja eine ganze Menge Action. Da geht uns natürlich wieder einiges flöten. Aber den Kram nehme ich hier jetzt mal natürlich nicht mit. Denn der wächst ja wieder nach. An jedem Ort und Stelle. Was war das denn? Das lohnt sich auf jeden Fall ganz ordentlich. Hier ist eine ganze Menge nützlicher Plunder. Was ist das? Achso, Frostschutzmittel. Beweismittelterminal. Das hacken wir uns mal schnell. Bin durch. Ja, schnell ist das richtige Wort. Ach Gottchen. Naja, trinken in der Öffentlichkeit, bla bla. Naja, sind jetzt bloß Beweismittel. Gucken wir uns das mal an. Hat uns auf jeden Fall einen neuen Karteneintrag gegeben. Naja, das andere ist ein bisschen unübersichtlich. Schwer vorzulesen, das lasse ich dann mal. Was haben wir denn hier noch im Keller zu liegen? Fuhrpark. Wäre ja auch mal cool, wenn man dann ein motorisiertes Gefährt hätte. Eigentlich ist das auch so ein bisschen, was noch fehlt, ne? Also so Moped-Motorräder wären eigentlich ganz logisch. Das hier scheint wohl so ein bisschen wie das offizielle Lager für eine Powerrüstung zu sein, wenn man eine dabei hat. Früher war auch die Stählerne Bruderschaft so ziemlich die einzige Möglichkeit, um an eine Powerrüstung zu kommen. Denn ja, die sind sozusagen Technikfanatiker, die allerdings auch nach Macht und ja, Dominanz streben. Und dafür haben sie so ihre Gelehrten und so weiter, alles mit dem Fokus auf Technik und ja, ungewöhnliche Technologien. Ja, man konnte sie natürlich auch nachher irgendwie noch erlegen, aber die Fähigkeit, eine Powerrüstung zu tragen, die musste man in Fallout 3 auf jeden Fall noch erwerben. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ziemlich alles ausgeplündert. Ja,
Dann. Ich habe übrigens, ja, Doc Meat die hässliche Rüstung wieder ausgezogen. Schon beim letzten Mal. Ich glaube, die bringt nicht so wirklich einen Vorteil. Okay, Paladin, dann erzähl mal hier. Entschuldigung, Paladin Dance? Bist du bereit? Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier eingerichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Ja, ja. Aber wie gesagt, langfristig habe ich nicht vor, hier der Bruderschaft beizutreten. Ah, so, jetzt. Aber wenn wir hier ein paar kostenlose XP und sowas abstauben können, immer gerne. Wir brauchen alles für unsere Mission. Ah, ist ja auch nett. Fallen Zombies von der Decke. Ghule natürlich. Was? Da lag noch was. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Ich finde das Laufen in den Power-Rüstungen sieht immer ein bisschen komisch aus. Arcjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Ach, wieso? Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ja, ich komme gleich. Muss ja noch ein bisschen plündern. Wir haben hier keine über 1000 Schuss mehr. Das ist ja schon traurig. Was haben wir denn hier Feines? Nur Plunder. Leider. Ist aber ganz gut, dass er freundlich wartet und uns nicht zuschnauzt. Aber wahrscheinlich, ja, bin ich da ein bisschen gossig geschädigt, da war das immer so. Ich hätte jetzt auch mit den Gedanken gespielt, ob ich nicht mal wieder Gothic 1 aktiviere. Oh, Schüsse. Von da drüben. Ziel eliminiert. Ja, toll. XPD. Es überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert.
Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. Oh, das wird schon noch kommen. Vermutlich. Je nachdem, ob ich ihn mal gut erwische. So. Jetzt haben wir uns hier voll geplündert. Ah, sehr gut. Hey. Hey. Nicht abhauen. So. Ganz schön viele Mollys haben wir hier. Oh, ich dachte, das wäre nochmal ein Satz Patronen. Was ist denn Feines? Sieht ja mal ganz interessant aus. Meine XP, meine XP! Jawoll. Stelle das Feuer ein. Hm. Die hätte man wirklich scheren können, das hätte ja jetzt bestimmt nicht wie getan. Wenn wir hier ein bisschen was abkriegen würden. Wenn ein Begleiter was umlegt. Naja. So viel sind es auch nicht, aber trotzdem. Das macht diese Mission hier doch wieder ein bisschen unsympathisch. Ich krieg das auch alleine hin, du Hansel. Sag ich doch. Naja, vielleicht können wir auch mal eine Situation nutzen, wo er so ein bisschen niedrig ist im Leben. Und dann können wir uns ihn schnappen. Ich denke mal, ein einfacher Brocken ist er bestimmt nicht. Oh. Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Das ist aber gar nicht mein Stil, Kollege. Ein Argebeiger. Oh, Hundefuß in der Dose. Das erinnert mich doch wieder ganz stark an The Long Dark. Da habe ich ja auch ein Let's Play zu gemacht. Ich denke eigentlich, das ist ganz nett geworden. Würde ich mal behaupten. Könnt ihr gerne mal reinschauen, die Playlist findet ihr im Kanal. Kann man, sah so aus, jetzt wäre eine Art Knopf. Hey, jetzt rennt er auf einmal ohne mich vor. Soll ich vorgehen? Dance? Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Was für Vorschriften? Warum sind wir nochmal bei ArcJet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Also eigentlich wäre es fast das Beste, ich würde ihn gleich hier erwischen. Dann kann er wenigstens nicht seine Vorgesetzten kontaktieren. Die holen er dann noch verstärken oder so. Obwohl, das würde ja noch mehr Truppen, noch mehr XP bedeuten. Eventuell noch mehr Technologie, die wir uns hier aneignen können. Ja, so verschieden sind wir vielleicht nicht, aber naja. Wenn zwei Leute dasselbe wollen.
Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ja, ganz gut bemerkt. Wahrer Wissenschaftler. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ja, ich hab's mir angesehen. Ist das das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Hört sich an, als hättest du Angst vor Synths. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Ja, da werden wir schneller sein. Ich berg den ganzen Scheiß für dich. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Erinnerung, Passwortsicherung. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwortänderungen, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcTrack Systems weiterhin sicher bleibt. Automatische Passwortänderung. So, da haben wir das. Laut Protokoll ist Ihr Terminal-Passwort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet bla. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht. Alright. So, da haben wir also das Passwort. Schauen wir mal noch, ob wir hier nicht noch ein paar Plünder reinfinden. Was haben wir hier noch? Ah ja, hierfür brauchen wir das Passwort. Laborsteuerung. Verbindung zu Prototypen nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Sicherheitstürsteuerung. So, jetzt sollte die Tür offen sein. Gute Arbeit. Gehen wir. Hallo. Sind hinterhalt. Feuer frei. Achtung, wir haben dich getan. Huch, das ist ein bisschen der Minen, wa? Alles im grünen Bereich. So, wo liegt sie? Da. Ich dachte,
dass ich Granaten in der Hand hätte. Das wäre natürlich auch gut gewesen. Die standen alle schön auf einen Haufen. Haben wir, na gut, ist ja nochmal gut gegangen. Haben noch nicht mal großartig Schaden genommen. Bewegung entdeckt. Seltsam. Ich glaube, wir sind nicht allein. Sensor meldet feindliche Präsenz. Das ist auf Befehl des Instituts. Ist der wieder ohne mich vorgerannt? Position halten! Hab sie in die Hölle zurückgeschickt. Ja, du weißt das, genau. Keine Sicht auf das Ziel. Sag mal, könnt ihr mich mal hier nicht in Ruhe plündern lassen? Unverschämt sowas. Sag mal, hier, meine XP! Wie geht's dir denn? Ah, immer noch viel zu gut. Ahne, was bald kommt. Die Überfüllung. Cool. Die verdammten Synths haben sich hier überall festgesetzt. Weißt du, wie es hier lang? Ja, bleib da mal ruhig. Hier gibt's Leute, die wollen noch alles vor dir plündern. Wupp. Mal ohne Waffe probieren. So. Wenn man denn hier fein ist. War da vorne eine Falle? Ah, Dogmeat löst sich scheinbar nicht aus. Ich dachte ihn schon. Geschafft. Super clever. Oh, wir können Bärenmäntel herstellen. Sehr schön. Ordentlich Buffjets. Und Psychojet. Ah ne, wir müssen mal hier unten nochmal schauen. Ja, erfrischendes Getränk. Mollys haben wir mehr als genug. Genauso wie Gifte. Die setze ich gar nicht erst wirklich ein im Moment. Ah ja, wir haben ja auch bis auf beim Behemoths kaum jetzt Kämpfe gehabt in letzter Zeit, die wirklich heftig waren. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, bin ich bei so Sachen doch eigentlich relativ sparsam. Und ein notorischer Hamsterer. Oh, hier ist eine ganze Menge. Zwei Treffer. Relative. Könnte es sein? Ja. Och. Safe-Steuerung. Da können wir den Safe wieder abschließen. Ja. Das, wenn ihr das nicht kennt, da sind wir ja mal bei einem Let's Play auf einen Glitch gestoßen, dass wenn man bei so einem Terminal die Saves abschließt. Man die wieder aufschließen kann und dann bekommt man jedes Mal wieder XP. Wir schicken Menschen auf den Mars und möchten, dass sie so sicher und effizient wie möglich dorthin gelangen. Aber bla 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 bla. Naja, gut. Genau, hier, ich zeig's einmal. Der ist jetzt wieder hier abgeschlossen. Oder beziehungsweise es gab hier jetzt ein paar Patches in letzter Zeit. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt immer noch schön so ist. Ja, man bekommt sie immer noch. Und hier war die Laserfalle, genau da ist er.
Hoffentlich hat jetzt der Paladin nicht allein den ganzen Spaß. Ah, das ist ganz gut. Da können wir uns hier mal ein bisschen Platz verschaffen. Rüstungen sind der Meister schwerste. Was das Gewicht angeht, ja, ist ja auch natürlich verständlich. Oh. Und wir haben ja jetzt Zugang zu Waffenmods, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Stecherabzug, aha. Da sage ich mal nichts zu. Ah, hier haben wir schon das Beste. Schnelllademagazin. Erhöht Nachladegeschwindigkeit. Naja, wir haben die Materialien. Und ja, die Präzision steigern können wir auch noch. Sehr schön. Das war es aber dann auch schon. Und was können wir hier vielleicht beim Scharfschützengewehr machen? Ja, das ist schon somit der Beste. Das hat man gleich so gefunden. Ach, da fehlen uns noch mehr Möglichkeiten. Da brauchen wir Stufe 2 Waffenfreak. Na gut, da können wir hier wahrscheinlich nicht mehr rausholen. Vielleicht noch hier aus unserem Impro. Schwerer Verschluss. Ah, das ist doch hier ganz interessant. Überlegene Rückstoßdämpfung. Ja, hier hätten wir auch Rückstoßdämpfung. Oh, nehmen wir das hier. Ne, Magazinkapazität brauchen wir nicht. Oh ja, hier können wir die Präzision noch weiter steigern. So viel Reichweite bräuchten wir ja eh nicht. Warum ist es mit der Mündungsbremse mehr wert? Verbesserte Rückstoßdämpfung pro Schuss, außergewöhnliche Rückstoßkontrolle. Hm. Ach, die Reichweite ist sowieso schick. Ja, die richtig schönen Sachen können wir noch nicht machen, da brauchen wir mehr Skills in Waffenfreak. Schade, schade. Haben wir ein paar XP haben wir gemacht und ein bisschen verbessert haben wir die Waffen hier. Da wollen wir mal nicht undankbar sein. Eine Klebebandrolle, nett, nett. Klebeband braucht man nämlich immer wieder. Bei allen möglichen Krams. Spielzeug außerirdischer. Mhm. Bleib wachsam. Da vorne sind Geschütztürme. Jetzt hat er hier die Action ohne uns. Verdammt. Ey, lass mir auch noch ein bisschen Spaß über. Lang lebe die Bruderschaft. Ah, da vorne genau ist er. Das liebe ich an diesem Job. Jawoll! The last hit it. Oh, jetzt haben wir hier mal ein ganz anderes Visier. Okay, daran werde ich mich gewöhnen müssen. Was, das war's schon? Well. Raid? Kann es nicht sein. Wave? Das könnte sein. Auch nur ein Treffer, dann wird wahrscheinlich das W schon richtig sein am Anfang. Ja, hier, das kann es wenigstens nicht sein.
Duel könnte es auch nicht sein. Nail, da hätten wir das L am Ende. Und das könnte es auch sein, ja. Och, Turmsteuerung. Naja, falls da jetzt noch Türme sind, jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie aus auf jeden Fall. Und ich habe gesehen bei dem Ladebildschirm, dass man die Kontrolle von Türmen, also dass sie, wen sie angreifen und so weiter, erst verändern kann, wenn man ein passendes Magazin dazu gefunden hat. Also so eins von diesen Heftchen. Da waren wir ja bisher nicht sonderlich erfolgreich, aber ich denke mal, da muss man wahrscheinlich gerade in Fabriken wie diese hier. Und ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo so ein Heft rumliegt. Deswegen sollten wir uns auf jeden Fall ein bisschen genauer umsehen. Was haben wir denn da? Eine Coca-Cola. Die sind, finde ich, auch relativ selten bis jetzt bei uns in der Tasche gelandet. Da gab es in Fallout 3 auf jeden Fall deutlich mehr. Oh, zumindest habe ich immer deutlich mehr gefunden, aber da gibt es auch eine dicke Nuka-Cola-Fabrik. Ich kann mir mal gut vorstellen, dass hier auch irgendwo eine sein wird. Ah, Knochen, sehr schön. Mintets. Meistens haben wir doch noch irgendwo einen. Ne. Ja, meistens ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten auf den Toiletten. Oh, hier auf der Etage scheint wohl nichts mehr zu sein. Hast du noch einen Ton? Nee. Da wird er wohl hier lang sein. Da haben wir hier hinten noch was Geheimes. Mhm. Gerade hier haben wir eigentlich relativ viele Nuka-Cola gefunden. Das ist ja auch lustig hier. Dann das ist wie dieses große Ding vom, also wie diese Mülleimer. Die sehen ja auch so aus. In der Mitte durchgeschraubt und dann als Blumentopf verwendet. Das Terminal hier wird sicherlich wieder nichts groß Interessantes stehen, aber es bringt auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Die können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Geschafft. Oh, ja, hier ist ein Bodensafe. Gut, dann übersehen wir den auf jeden Fall nicht. Ich hack den bloß nicht. Ah ja, den hätten wir sowieso gefunden wahrscheinlich. Weil wir dann nochmal hier XP fürs Schlösserknacken abgreifen können. Und hier wäre auch wieder so eine Stelle, wo man glitschen könnte. Ja. Naja, das könnte man schon eher Cheaten nennen. Ah ja, hier vorne wären wir sowieso runtergekommen. Da hat uns dieser Geheimgang ja gar nichts gebracht. Schade, schade, schade. Maschinenkern. Mhm. Wer Paladin hin ist, ob er jetzt wieder nach draußen gelaufen ist. Ah ne, da ist er ja. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Okay, ja, wie es hier weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Das war ja schon ein recht langes Stück. Ich hoffe, da seid ihr wieder mit dabei. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr die nicht verpassen wollt. Bis dahin.